Er ist der aktuelle WWE World Heavyweight Champion, Dean Ambrose. Viele haben sich gewünscht, dass ich eine Ausgabe von Dinge, die WWE tun sollte, mit Dean Ambrose mache. Und von daher habt ihr die jetzt. Mein erster Punkt, da Dean Ambrose so grandios am Mikrofon arbeitet und wirklich ein Mic-Work hat, wo ihm nicht viele Superstars das Wasser reichen können. WWE, lasst ihn einfach reden. Das macht die WWE zurzeit zumindest sehr gut. Ich finde, Ambrose ist stark am Mikrofon, seine Promos unterhalten mich. Und wenn er weiterhin so eingesetzt wird, dann kann er seine Stärke auch richtig entfalten. Das Problem ist allerdings, dass sein Charakter zu einseitig ist. Macht seinen Charakter nicht zu verrückt und zu kindisch, weil das einfach nicht richtig reinpasst. Also ich finde, dieses kindische Verrückte in seinem Charakter ist die größte Schwachstelle. In der Fehde gegen Brock Lesnar hat man gesehen, dass er richtig krass verrückt war, dass er keine Angst hatte und so weiter. Und genau dieser Badass-Brawler-Face, der Dean Ambrose hier war, ohne Kinderwitze und so weiter, das war sein bester Charakter. Nächster Punkt natürlich, dass man ihn ein bisschen von der Authority weghält, weil ich meine, die Authority gibt es in dieser Form zum Glück gerade nicht mehr. Es ist ein bisschen ausgelutscht. Dean Ambrose und die Authority, die Konstellation gab es einfach viel zu oft und er stagniert natürlich, wenn er nicht neue Fäden beginnen kann. Es ist nichts Schlechtes daran, dass sich ein Face gegen die Obrigkeit auflehnt, aber bei Dean Ambrose hat man das zu oft gesehen und er sollte jetzt erstmal in andere Fäden starten, wo er vielleicht auch so ein bisschen seinen Charakter mit in den Fokus stellen kann und verbessern kann. Sein Moveset gefällt mir außerdem jetzt nicht mehr so gut. Also ich finde, er hat seit Jahren das gleiche Moveset. Ein neuer Finisher wäre angebracht, beziehungsweise Variationen in seinem Moveset sollten einfach mal zugelassen werden. Ambrose ist ein Brawler, er braucht nicht so viele Moves, hat aber leider immer wieder die gleiche Offensivsequenz. Man braucht hier einfach ein bisschen mehr Variation. Der alte Dirty Deeds war zum Beispiel für mich persönlich der bessere Dirty Deeds. Der neue wirkt einfach wie so ein Standard-DDT. Von daher finde ich das jetzt keinen würdigen Finisher fast, aber gut, das zu seinem Moveset. Ambrose ist ja gerade, wie ich schon erwähnt habe, Champion. Bei WWE ist es, glaube ich, so, dass nicht alle hinter Dean Ambrose stehen, wie es jetzt zum Beispiel bei Reigns der Fall war oder so. Und von daher hoffe ich einfach hier, dass die WWE sagt, der Titel ist trotzdem im Main Event, obwohl wir Dean Ambrose als Champion haben. CM Punk ist das beste Beispiel, dass das nicht selbstverständlich ist. Man sollte würdige Herausforderer aufbauen und große Matches mit dem WWE-Titel und Dean Ambrose ansetzen. Dean Ambrose ist der WWE World Heavyweight Champion, beziehungsweise jetzt nur noch WWE-Champion. Von daher sollte er im Main Event stehen. Lasst ihn viele Titelmatches haben. Er hat ja gerade in seinem Charakter auch keine Angst vor Titelmatches. Das finde ich sehr, sehr stark. Also lasst ihn auch viele Titelmatches haben. Nicht jede Woche, aber gerne auch ab und zu zwischen dem Pay-Per-View mal bei einer Raw-Episode oder so. Das fände ich nicht verwerflich, weil Dean Ambrose einfach genau in diese Schiene passt. Und das wäre einfach mal was anderes. Das würde seinem Charakter helfen und ihn als Face weiterhin etablieren. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Zudem würde ich vorschlagen, große Fäden anzusetzen, wie ich es gerade schon betont habe. Lasst ihn gegen große Namen gewinnen. Ambrose braucht in seiner Karriere noch eins, und zwar wirklich große Siege, konstante Siege. Den hatte er eigentlich so noch nie wirklich in seiner Karriere. Er hat mal hier gewonnen, mal da gewonnen, mal ab und zu eine Fehde gewonnen, aber größtenteils haben Niederlagen seine Karriere geprägt. Und große Siege sind das, was er auch nach seinem WWE-Titel-Run noch braucht. Zudem will ich ein Rematch zwischen Ambrose und Lesnar. Man hat das bei WrestleMania 32 einmal angesetzt, aber durchs Booking komplett versaut. Ich würde das gerne nochmal mit 20 Minuten Matchzeit sehen, weil ich denke, das könnte richtig, richtig stark werden. Weil diese Enttäuschung, die man bei WrestleMania 32 hat, kann man ja super in eine neue Story entwickeln. Ich hoffe einfach, dass Dean Ambrose jetzt erstmal die nächsten 3-4 Monate mindestens WWE-Champion bleibt. Und vielleicht tut sich ja dann noch eine weitere Möglichkeit auf, vielleicht in Konstellation mit The Shield. Schreibt mir gerne rein, was ihr von der WWE wollt, was die WWE mit Dean Ambrose tun sollte. Also könnt ihr gerne eure Kommentare natürlich posten. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal und ciao.